Hallo Freunde, heute mal wieder eine Folge Steel Rising, aber nicht nur eine ganz normale Folge, sondern eine Uncut-Folge. Warum? Ich habe jetzt 2 Folgen Steel Rising auf meinem Kanal und die sind ja gecuttet. Und da kam meine Kollegin auf mich zu, ja, und die hat so gemeint, yo Tom, das ist voll blöd, wie du das machst, dass du das cuttest, ja, weil dann bist du von der einen Szene auf der anderen gesprungen, immer Stück für Stück und du wusstest gar nicht, wo du bist. Also man wusste nicht, wo man ist. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, kann ich verstehen. Und sie meinte so, ja, kannst du das bitte mal uncut machen? Ich dachte so, ja, mach ich. Jetzt kommt das Folgende. Habe ich nämlich schon gemacht. Wir gehen mal rein. Und ihr seht schon, ich bin weiter. Ich habe hier eine neue Rüstung. Sieht voll geil aus, sieht voll fresh aus. Ich habe hier eine geile Waffe. Woo! Die Feuerkeule, die habe ich übrigens in Folge 2 gefunden, habe ich aber nicht mitbekommen. Und die nutze ich jetzt. Dann ist es so, ich habe aufgenommen und dann habe ich schon so in der Kamera gesehen, die hat gelegentlich geflackert. Ich blende das mal ein, ja? Also hier werde ich zwar mal kurz setzen, ich blende das mal ein. Lange nicht mehr gespielt, eine Woche, 2 Wochen, keine Ahnung. Alter, ja, ihr seht's. Und das ist dann 2-mal aufgetreten und beim 3. Mal ging es richtig ab. Da kam das Flackern nochmal. Und dann hat nicht nur die Kamera gesponnen, sondern mein Mikrofon. Und jetzt werdet ihr es hören. Scheiße. Was ist denn das mit der Aufnahme? Ja, ihr habt's gehört. Die Stimme war vollkommen im Arsch. Die war vollkommen im Arsch durch die ganze Aufnahme. Und ich hab mir das angesehen und ich hab mir gedacht, wollt ihr mich jetzt verarschen? Das kann doch wohl nicht angehen. Ja. Ich werde jetzt einfach nochmal alles abgrasen, wo ich war. Und dann werdet ihr sehen, ja, da und so und hm. Das werden wir jetzt im Schnelldurchlauf machen. Ich werde hier ein paar Feinde klären. Wir müssten... Oh, die sind geklärt. Sehr gut. Ja. So. Wir beendeten die Folge. Hier oben. Ich mache den hier mal noch schnell weg. Oh, wo kommst du denn her? Los, Abmarsch. Abmarsch. Seht ihr, wie geil diese Feuerkeule ist? Oh, ja, nee, das war mein Fehler. Ich bin heiß und springen. Den haben wir tot. Oh. Was mir übrigens letzte Folge aufgefallen ist, die Maschinen machen sich gegenseitig Schaden. Das ist extrem gut, wenn du gegen 2 kämpfst und die halt so Flächenschaden machen. Und die sich eigentlich gegenseitig immer angreifen. Oh, okay, Brudi. Was mir gerade auffällt, ja, ich habe keine Fiolen und ich könnte gleich tot sein und das ist echt Mist. Oh, was mache ich denn hier? Falsche Waffe, Leute. So. Mal markieren. Au. Ich habe Angst. Ah, okay. Diese Viecher finde ich so ekelhaft, weil die so eine Range haben. Aber man muss eigentlich nur seitlich ausweichen. Man müsste eigentlich nur seitlich ausweichen. Ja, jetzt habe ich ihn. Sehr gut. Oh, ich bin eingefroren. Yeah. Hier sind wir letzte Folge stehen geblieben. Und dann, ja, haben wir die gemacht. Sind bei denen hier die ganze Zeit abgekackt, weil die zu zweit kamen. Okay. Also da stand normalerweise noch einer. Ich habe den Los jetzt noch geklärt, weil ich hier das noch mal kurz, weil ich hier nochmal zurückgegangen bin nach der Aufnahme. Oh. Ja. Und die haben mich immer verprügelt. Das waren nämlich 2. Und mit 2 kam ich gar nicht klar. Und das ist ja sowas von ekelhaft, gegen die zu kämpfen. Wie langsam habe ich jetzt raus? Aber auch nur mit der Feuerkeule. Feuer! Ja, das Geile ist an der Feuerkeule, die geht auf Stärke. Und ich bin ja eigentlich auf Geschicklichkeit gegangen, aber Geschicklichkeit fand ich jetzt doch irgendwie kacke und das finde ich jetzt echt blöd, dass ich am Anfang so behaart auf Geschicklichkeit gegangen bin. Stärke ist geil, weil ich kann die hier zurückstoßen. Und das finde ich so geil, ich habe so Range! Okay. Oh, ja. Mist!
Ich wurde zerstört. Ja, dann alles gut. Ja, zumindest, hier kommen nochmal die zwei Hunde. Hier sehen wir sie nochmal. Okay, das war dumm. Und springen. Einfach zurückstoßen. Das ist so geil. Oh ja, ich liebe es. Ach, das war jetzt dumm, dass ich mich gekühlt habe. Ja, wie wir sehen, hier kommt jetzt noch der zweite. Ich habe das mit den anderen Waffen, die ich gehabt hatte, die ganzen Geschwindigkeitswaffen, da kam ich hier gar nicht klar. Die waren hier viel zu stark. Und erst der Feuerkeule, die war ja der übelste Burner. Kam ich hier einfach durch. Oh, das war knapp. Okay. Ah, das war... Ach, komm schon, das schaffen wir nochmal. Okay, das war dumm. Wir sollten so einen riskanten Manöver jetzt noch mal kurz lassen. Oh, seht ihr das, wie ich den zurückstoße? Oh, das ist so knapp. Aber es passt. Es passt so perfekt. Oh, komm. Mit deinem Auto-Attack. Auto-Attack sage ich schon. Aimbot. Ja, komm, schwing dich aus. Komm, jetzt habe ich dich. Sehr gut. Ah, jetzt können wir den noch mal kurz anlocken. Na toll. Und, komm. Ah, es war zu spät. Oh, was war denn jetzt schon wieder los? Leute, ich bin schon wieder ganz kacke gerade. Komm, wir rennen da jetzt einfach rein. Holen die Seelen. Seelen, ja, wir sind in Dark Souls. Wir holen die Essenzen, die Anima-Essenzen und rennen nochmal kurz zurück. Yeah! Damit wir den ganzen Stress hier los sind. Es sind 5000. Ja, die kann ich jetzt nicht einfach so weggeben. Wir verbessern uns jetzt mal kurz. Was mich stört, ist, dass wir Two-Shots sind bei den fetten Tanks. Ach, komm. Komm, ey. Yeah! Ihr seid. Ja, da kommen sie. Schnell, hier rein. Und dann sind wir alle Probleme los. Sehr gut, Verbesserungen. Ich würde sagen, wenn wir auf Kraft gehen, dann haben wir mehr Wucht und machen plus 2 Angriff. Ja. Feuerschaden. Okay, bleibt gleich. Hier würden wir auf Rüstung gehen. Und Doch, auf Rüstung und hier auf Leben. Würde mal ganz gediegen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ganz gediegen mein Leben verbessern. Dann einmal Kraft. Und dann habe ich zu wenig Essenzen. Ja. Elan. Ach ja, Ausdauer ist auch super, aber ich muss jetzt echt mal auf mehr Leben und so einen Mist gehen. Modulplätze. Was wir auch gemacht haben, wir haben Platz A verbessert. Wir hatten genug Modulschlüssel. Wir haben Platz A verbessert. Auf Stufe 2. Und haben da eine Stufe 2. Ein Stufe 2 Modul hingelegt. Wir können jetzt nochmal kurz reinschauen. Ausrüstung. Module. Hier. Hier haben wir... was hat der gemacht? Jetzt gerade nicht. Aufgeladene Angriffe machen mehr physischen Schaden. Und das ist bei der Feuerkeule echt gut. Balance erhöht. Ja. Und Schnellabkühlung. Wofür war Balance? Das ist grad... Nee, Quatsch. Die haben wir gar nicht. Wir haben den noch. Chemieschaden. Und Dauer der Elementarzustände. Und hier war es? Nee, Leben war es hier. Und hier war es das mit dem Alchemiestand, genau. Dauer der Elementarzustände ist erhöht und Leben verbessert. Ja, ich rede hier gerade nur Müll. Ist nicht schlimm. Wir haben noch einen. Wir könnten theoretisch, da wir noch einen Modulschlüssel haben von letzter Folge, Modulplatz D öffnen. Und dann können wir dort die Modul, den letzten Modul, letzte Modul von Stufe 1 dort drauflegen. Sehr gut. Boutique. Wir könnten eine Frostgranate. Ja.
Dann nehmen wir 3 Frostgranaten mit. Was macht Blitz? Ach komm, einfach mal 2 mitnehmen. Brand ist auch gut. So. Das war's dann wohl. Und dann rüsten wir das mal aus in unserem Inventar. Wir haben die Frostgranaten ausgerüstet. Was haben wir denn noch? Ach, die Resistenzen gegen Feuer brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Okay, dann gehe ich mal noch auf... Ne, Brandgranaten habe ich. Blitzgranaten. Hier. Wir haben nämlich in... bin nämlich kurz vor einem Boss gekommen. Und den wollen wir machen. Oh Gott. Ach ja, kommt. Lasst mich doch in Frieden, ihr ekelhaften Hunde. Immer zurückstoßen. Oh, da liegen sie. Ich hoffe, ich kann mich jetzt bei an denen vorbeischleichen. Ja, komm. Rede ich nicht um... Hast du mich gesehen? Nein, hast du nicht. So, hier, ein neuer Gegner. Mit einer Feuerkeule. Komm näher, komm näher. Ach verdammt, das war blöd. Boom. Oh. So geil. Ja, hier ist das Tor offen. Das ist, weil wir hier rumgegangen sind. Da hinten waren noch Items, da waren noch Gegner, da war eine Falle. Ah, hier, eine Schlange. Was? Die greift mich mit ihrem Schwanz an. Das hat sie ja bis jetzt noch nie gemacht. Ja. Ja, wir haben hier noch ein paar Zettel aufgehoben und haben die vorgelesen. Das hier fand ich ein bisschen dämlich vom Spiel, weil dieser Shortcut... Bin ich aber auch ein bisschen bekloppt hier wieder. Moment mal. Ist ein bisschen... Da ist noch was. Oha. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Sprenggranate. Ja. Warum nicht? Haben oder nicht haben. Ja, wir gehen hier hoch und springen hier rein. Ich dachte mir erst so, ja, ist bestimmt ein Bossgebiet, weil wir haben davor auch eine Nachricht aufgesammelt, dass hier gekämpft wurde. Aber dieser Shortcut ist auch so bescheuert. Es ist bloß so eine kleine Kurve. Ja, hier laufen die ganze Zeit so einem dicken hier Tanks rum, wie wir sie nämlich hassen. Und die gehen wir jetzt mal aus dem Weg, weil ich habe jetzt gerade keine Lust, gegen die zu kämpfen. Ich habe das Gefühl, ich habe einige Sachen noch nicht gesehen und habe die übersprungen, weil ich einfach zu blind bin. Aber das ist kein Problem. Irgendwann kommen wir da bestimmt nochmal zurück, weil wir da so einen Shortcut freischalten, weil überall gibt es so Shortcuts. Ja, das hier ist auch ein Shortcut. Wir sind nämlich... ich muss kurz aufpassen, dass hier kein Roboter ist. Wir sind hier in Eugen Devakansons Fabrik angekommen. Und der ist nicht da. Wir haben aber einen Brief gesehen, dass der hier... Diese Dampfmaschine, sage ich, diesen Aufzug reparieren soll. Und das muss er mit irgendeiner Maschine machen. Und wenn wir hier sehen, hier gefühlt nämlich so ein Rohr entlang, hier von der Maschine, so ein Rohr. Und das müssen wir folgen. Ich setze mich mal kurz hier hin. Nochmal, hier kam nämlich die nächste Vestaline. Und würde das hier folgen. Jetzt kommt hier wieder so ein scheiß Schütze. Das Gute ist, ich kann mich hier hinter dem Türmchen verstecken vor seinen Schüssen und kann die hier erstmal ausschalten. Oh yeah. Zack. 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 Ausweichen. Zack. Ach, zu heiß. Kurz abkühlen. Ja, 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 ja. Komm. Zack. Und dann machen wir den hier oben. Ich bin immer frontal ausgewichen. Du musst aber immer seitlich bei denen ausweichen. Das ist so ätzend. Jetzt macht er mit seinem Speer Faxen. Hm? Was macht er denn hier? Diese dumme Rolle. Na komm. Ey, immer wenn ich angreife, greifen die denn an. Ich denke mir so, ja, wann greift ihr denn an? Dann will ich angreifen. Und was machen die? In dem Moment greifen die an. Als ob es abgesprochen ist. Oh. Ich hasse sie. Ich hasse sie wie die Pest. Und die haben so eine so eine Reichweite, dass ich die nicht zurückstoßen kann. Also ich kann die zurückstoßen, aber deren Reichweite ist immer noch so hoch, dass die mich trotzdem noch treffen. So. Und dann bin ich, wenn ich mich nicht irre, hier irgendwo reingegangen. Nein, war das nicht hier? Auch hier. Oder?
sehe hier was funkeln. Das habe ich letzte Folge nicht gesehen. Hm, was war's? Seelen? Hä? Keine Ahnung, es wurde jetzt gerade nicht angezeigt. Das ist ja dämlich. So. Dann sind wir hier lang gerannt. Treppe hoch. Hier ist ein Gegner. Schön, schön. Er kommt. Das mit dem Zurückstoßen ist so geil. Wow. Na komm. Boom. Oh, das ist so gut. Es ist so gut. Es ist so schade, dass ich am Anfang auf die Schwierigkeit gegangen bin. Da sind mir jetzt so viele Punkte flöten gegangen. Ich hoffe, ich kann das nochmal irgendwann ändern. Naja. Egal. Ach. Es ist die Frage, sollte ich das nochmal neu starten und auf Jacke gehen? Aber jetzt ist es auch egal. Aber vielleicht gehe ich auch irgendwann wieder auf Geschicklichkeit. Ach ja, hier oben war bloß eine Kiste. Kann man die Tür durchbrechen? Das ist jetzt die Frage. Nein, kann man nicht. Schade. Momentchen mal, wie komme ich denn dahin? Jetzt weiß ich es gerade selber nicht. Wir sind hier runter und auf diesen Balken geklettert. Zack. Zack. So. Jetzt sind wir hier hingesprungen. Aber, hier könnte man doch noch irgendetwas machen. Bin ich blöd? Wo? Da sind doch nochmal Gegner. Da, genau da. Vielleicht kommt man... Ach ja. Übrigens, das Rohr führt... Nee, da in die Wand. Ich weiß gerade nicht, wie man da hochkommt. Wir gehen erstmal weiter, wo ich hingegangen bin. Nämlich hier lang. Okay, was gibt's hier unten? Ah ja. Hier haben wir die Rüstung, also zumindest einen Teil der Rüstung gefunden, die ich jetzt trage. Und das hat mich so glücklich gemacht, weil da dieser Hut dabei war. Und das fand ich so geil. Ich dachte mir so, oh ja, ein geiler Hut. Ich liebe Hüte. Das muss gefeiert werden. Oh, ich dachte, er trifft mich nicht. Ja. Lalala. Hier war das nämlich. Hier haben wir einen Shortcut freigeschalten. Und dann sind wir hier hoch. Und hier habe ich mich so dermaßen erschrocken, weil die hier vorkamen. Oh. Das war ja so ekelhaft. Ja. Näher, näher, näher. Ich verstehe nicht, warum ihr immer wartet. Das ist so provokant. Ach, kommt, Leute. Jetzt. Ja. Wieder noch ein Schlag. Du. Fünf bestimmt noch zwei Schläge. Zack. Haha. Alchemiekapseln, sehr gut. Ja, dann waren wir hier, haben hier einen Shortcut freigeschalten. So. Dann sind wir zum Hafen. Ich glaube, hier war jemand, der geschossen hat. Nein. Es war einfach nur einer mit einer Feuer-Axt. Oh, jawoll. Ach, die Keule ist der Hammer. Guckt sie euch an. Ich schnetze sie alle tot. Ich schnetze sie alle kaputt. Yeah. Und vor allem nutze ich jetzt gerade auch gar nicht deren Spezialmove. Hier war noch ein Item, da gehe ich jetzt aber nicht hin, weil da Gegner sind. Da habe ich jetzt gerade keine Lust. Hier oben. Hier ist ein Raum. Oh, da ist ein Item. Das habe ich letzte Folge nicht gesehen. So. Du willst aufs Maul. Ach komm. Na, krieg ich beide? Ach, jetzt geht's los. Oh, das war knapp. Holy shit. Oh ja, ich hab ihn mitgetroffen. Ja, ich hab's ihn.
Hier war ein Shortcut. Genau. Den habe ich auch freigeschalten. Und dann haben wir hier. Ja, ich. Ah, sieh mal, ich Mikapseln. Okay. Oh Gott, ich komme gar nicht in mein Auge. Was ist das? Was ist das? Entschuldigung? Ach, das ist von da unten. Kann der hier hochschießen? Ich hoffe doch nicht. Oh, was hat denn jetzt da geleckt? Das sollte nicht so sein. Ich verstehe nicht, warum das hier leckt. Es kann nicht sein. Mein Rechner ist so gut. Es kann nicht wahr sein. Wird das hier irgendwo hin? Nein, oder? Nein, das wird hier nirgendwo hin. Ich musste... Nein! Oh, nein! Oh, das war ja so unlucky. Du fällst runter und kannst dich nicht mehr wegrollen, weil sie erstmal braucht, um wieder aufzustehen. Jetzt. Ja, was gab es hier? Ach, hier konnte man hoch. Hier war eine Truhe, oder? Was hat... Hä? Was gab es denn hier unten? Oben. Nichts. Einfach nur Deko. Sehr gut. Mein Gutster. Komm mal her. Oh, das war knapp. Ich muss einfach nur früher loslassen. Yeehihihi. Zack. Jawohl. Wo sind wir denn hier? Hier kann man jetzt runterspringen. Ja. Sehr gut. Lärmgranate. Und hoch. Ich kann doch hier bitte kletter hier einfach hoch. Hier gibt es Leitern, aber du kannst sie einfach nicht hochklettern. Was bist denn du für eine dumme Maschine, dass du nicht darauf konzentriert bist, Leitern hochzuklettern? Hä? Hier war ich anscheinend letzte Folge nicht. Wo war ich denn? Schmiede. Ich war in der Schmiede, ja. Aber wieso habe ich die ganzen Items nicht aufgesammelt? Habe ich die noch irgendwie anders hin? Bin ich dumm? Wir haben... Hä? Wo kommen die ganzen Sachen her? Bin ich nicht irgendwie bescheuert? Hier ist der Boss. Da ist er. Und wir haben keine Dings mehr. Keine Ölburetten. Aber, weil wir geil sind, machen wir ihn trotzdem. Ziehen uns den hier rein. Und auf geht's. Okay. Was ist das denn? Das hast du letztes Mal nicht gemacht. Bist du irre? Ah, Feuer. Der macht Feuerschaden. Ich werd gleich irre, Alter. Willst du mich jetzt verarschen? Momentchen mal. Ah! Nein! Was? Hilfe! Hilfe! Was hast du für eine Range? Bleib nah dran. Bleib nah dran. Nein. Was hast du für einen schlechten Angriff? Oh, wie eklig war er denn? Der war... der war gar nicht so beim ersten Mal. Wie eklig. Kommt. Den machen wir nicht. Die überspringen wir. Was? Was ist das? Hä? Als ob das... Hä, ist es ein Bug? Da war doch jetzt gar nichts. Vor allem habe ich das ja schon gelootet. Eben nicht. Hierhin könnt ihr mich nicht verfolgen. Ja, sehr gut. Alles übersprungen. Dann haben wir wenigstens unsere Ölbüretten. Aber das Vieh war ja so ekelhaft. Hallo? Komm her! Wo willst du hin? Ist ein bisschen dämlich bis jetzt schon, oder? Er ist weggerannt. Ach, hier! Ich bin einfach hier rüber gesprungen. Deswegen habe ich die ganzen Items nicht gesammelt. Ich Idiot.
Ich habe jetzt schon wieder keine Lust auf ihn. Wo sind meine Essenzen? Hier unten. So. Sehr gut. Was willst du machen? Müssen wir ein bisschen abwarten. Wir wissen nämlich... Okay, das war ein Schreckangriff. Diese Hammer, die er um seinen Körper schwingt, sind ja auch sowas von ekelhaft. Was macht er? Was macht er? Diese Hammer, die Hammer. Die Hammer! Okay, okay, mach ganz ruhig. Oh, Peter, instabiler Schmied. Schmiddy, du bist, ey, Schmiddy. Schmiddy, wir, oh. Ich brenne. Wie mach ich? Ich muss ausweichen. Ja, ekelhaft. Wir müssen ganz ruhig machen. Wir haben nur noch eine Ölbürette. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was? Wir brennen schon wieder. Du machst so einen ekelhaften Schaden. Nicht mal lieber. Ich bin weg, Furt. Mann! Was hast du für eine Reichweite? Oh, ich schaffe es einfach nicht. Sehr gut. Was bringt denn Schock? Alter. Ich glaube, Leute, wir sind so dumm. Wisst ihr warum? Ich glaube, ich habe letzte Folge was gefunden. Und zwar... Ja. Ich habe ein Lavoisier-Verstärker gefunden. Sehr gut. Und ich habe ihn nicht benutzt. So. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, gegen diesen verdammten Boss zu kämpfen. Hätte ich mich nicht vorher mal verbessern können? Nein, wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Jetzt muss ich meine ganzen Essenzen da aufsammeln. Oh. So ein bisschen regt mich dieses Überhitzen auf. Das mag ich ja gar nicht. Komm her. Ich habe irgendwie wieder Lust, mein Material zu ändern, weil ich bin ja bestehe aus Bronze. Glaube ich, dass ich aus Bronze bestand. Und ich würde mich gerne mal wieder ändern, weil ich bin ganz schön dunkel und ich würde mal so ein bisschen Kontrast auf mir legen wollen. Ja. Yep. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen ihn kämpfen soll. Ach, das mache ich schon wieder hier. Wir holen uns doch nochmal die Feuerresistenz. Und das hier brauchen wir nicht. Was könnten wir noch nehmen? Sprenggranate. Gegen. Ja. So. Dann legen wir uns mal. Wo ist sie denn? Jule der Feuerresistenz. Ja. Die hört drauf. Komm. Alter! Dieser... Wie der mich trifft! Ich verstehe auch gar nicht, wie ich da ausweichen soll. Guckt euch an! Unter ihm durch? Doch bestimmt gleich. Ach, das war sehr gut, dass wir gegangen sind. Ich nehme mal den hier. Sehr gut. Wir dürfen nicht in seinen Unfall... was? Wir müssen ganz nah bei ihm bleiben. Ich glaube, das ist der Trick. Anscheinend doch nicht! Fuck. So. Nun nutze ich sie. Ich nutze sie noch nicht. Ich brauche die
Feuerresistenz. So. Komm schon! Was? Das war nicht die Gerüte. Das ist die Gerüte. Kennst du das langsam mal? Der brennt nicht. Der hat bestimmt auch eine gute Feuerresistenz drauf. Hüpfen! Ja! Ah! Ah! Das ist total dumm, was ich hier mache. Ja. Oh ja, das hat so viel Schaden gemacht. Oh mein Gott, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Oh, das war so dumm schon wieder. Das ist so dumm, in der Luft zu bleiben. Hilfe, Feuer. Müssen ausweichen. Wir haben nichts. Nein! Bitte! Bitte! Lass mich in Ruhe, ja? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss hinter ihm kommen. Aber immer nur an einer Seite ausweichen? Ja! Immer nur rechts ausweichen! Immer nur an seine Waffe ausweichen! Ja! Ich hab Angst. Angst, ich hab so eine Angst. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Hammer! Hammer! Das ist ja der Hammer! Was ist das? Ah, Schaden. Flächenschaden. Komm, nimm die Fiole. Was zum Teufel? Hilfe! Hilfe! Oh, ich bin so froh, dass ich jetzt noch nicht tot bin. Er hat so wenig Leben. Er hat so wenig Leben. Komm, wir müssen auf Zeit spielen. Dann komm. Ich hänge. Wo bin ich? Hilfe! Lass, verschwinde. Ja! Ja! Todesmut-Modus, Modul. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Mir ist so schwindelig. Ich musste mich gerade so konzentrieren. Das war ja ein Run. Nee, es war kein Run. Ein Lauf, keine Ahnung. Es war gut, ich bin voll verwirrt. Oh mein Gott. Verbesserung. Nein, will ich mich verbessern? Erstmal meine Module anschauen. Was haben wir denn? Nein, zurück. Nochmal drauf. Ein bisschen finde ich die Steuerung verwirrend. Module. Wir haben Todesmodul. Dieses Modul erhält leicht den von Aegis verursachten physischen Schaden und ihre Wucht, wenn sie kaum noch Leben hat. Das, meine liebe Freunde, ist ja gut. Module stellen eine komplexe Verbindung von Elementarchemie. Dieses Modul erhöht leicht dein Leben. Das ist auch gut. Schnellabkühlung. Dieses Modul verringert den internen Schaden durch Schnellabkühlung. Weißt du was? Wir machen dafür den Todesmut. Wird okay sein. Ja. Weiß nicht. Können wir uns schon verbessern? Ja, wir können uns verbessern. Ich würde jetzt... Weiß ich nicht. Robustheit ist... Balance? Und Leben. 20 mehr Leben. Und hier würden wir mehr Rüstung bekommen. Elementare Alchemie. Ich mag...
Ja, wir gehen auf elementare Alchemie. Ein Mist, Mann! Was ist das? Oh mein Gott, was sind das für welche? Ich glaube, das sind zukünftige Roboter, gegen die wir kämpfen müssen. Die sehen sehr interessant aus. Hm? Oh ja. Oh, 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 ein Shortcut. Was ist das? Wo sind wir denn jetzt? Hm. Das nennst du eines tapferen Geistes? Momentchen mal. Wo sind wir hier? Was war das denn für ein Angriff? Sehr gut. Bei denen muss man schnell angreifen, weil die greifen. Oh, wieso hat der mich nicht getroffen? Okay. Ey! Ha! Aua! Was mache ich denn hier? Nur am Rumzappeln. Okay. Eine Nachricht! Reservebestand Stahl. 27 Pfund. Hm. Molybdän? 26 Pfund, was auch immer. Wolfran. 84 Pfund. Zirkone, bla bla bla. 32 Pfund. Ah ja, habt ihr aber schon was zurückgelegt, ja, ja. Oh, Entschuldigung. Ohne raschen Nachschub wird die Laternenproduktion in 6 bis 7 Tagen zum Erliegen kommen. Und dann wird es unmöglich sein, den Forderungen des Comte de Cagliostro nachzukommen. Yeah. Was auch immer das uns das jetzt sagen soll. Auf jeden Fall ist es ja eine Fabrik. Gusseisen. Apropos Bronzeborn. Wir können ja mal eine Waffe verbessern. Aber wir waren noch so unschlüssig, welche Waffe wir verbessern wollen, weil wir nicht noch nicht ganz genau wussten, welche Waffe uns wo liegt. Hallo? Was ist das? Ein Shortcut. Ja! Nein. Hä? Das ist kein Shortcut. Ach, wie dämlich schon wieder. Kommen wir da wieder hoch? Da oben? Hm. Keine Ahnung. Wir schauen erstmal, was wir hier so erwarten. Die Fabrik. Ja. Hier ist er bestimmt. Der mit seiner Sichel. Ach komm. Das ist übrigens auch derselbe, der auch die Axt schwingt. Bloß mit einer Sichel. Jawohl. So muss das sein. Wo ist das Rohr? Das Rohr führt hier irgendwo durch. Irgendwo muss hier jetzt dieser Generator sein. Diese Dampfmaschine. Das ist sie doch. Ja, das ist die Dampfmaschine. Komm. Hast du sehr gut repariert. Ging ja, war ja sehr anstrengend. Ach, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir können zu Eugen de Vacanzons Werkstatt zurückgehen und den Fahrstuhl aktivieren. Das machen wir gleich mal. Mensch, das geht ja ruckzucki. Woo! So ein ekelhaftes Mistvieh. Ich hasse dich jetzt schon dafür. Ich hasse dich, hasse dich, hasse dich. Guck mal, da drüben ist ein Fenster offen. Ob wir da irgendwann hinkommen? Ich glaube nicht, weil da ist ja das sind gar keine Möbel. Das sieht richtig dämlich animiert, ja. Gestaltet aus. Richtig, richtig kahl und glatt. Passt gar nicht zu dieser brachialen Location. Und dann noch so hell. Das war so ganz komisch. Ich weiß nicht, ob wir unsere Helligkeit hochstellen sollten, weil hier unten in so dunklen Gegenden ist es. Wir sehen uns halt kaum. Hallo? Wie hast du mich nicht getroffen? Hm. Oh. Oh Gott, das war jetzt schon wieder.
Knapper als ein Daumenbreit. Oh. Wucht ist der Hammer. Oh, wir konnten nicht ausweichen. Das war schade. Aber wir können uns heilen. Hä? Stimmt, wir könnten uns ja noch anschleichen. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Wenn die mit den Rücken zu uns stehen, dann können wir uns anschleichen und so ein Attentat vollführen. Hallo? Betäubungsmodul. Ja, brauche ich für Geschicklichkeitswaffen. Folgen der Bekanntheit und Zwergstadt. Super. Wir setzen uns noch mal kurz rein. Nein, wir können noch nichts verbessern. Schade, schade. Und? Was mache ich denn hier schon wieder? Komm, aktivier den Hebel. Ja, sehr gut. Fein machst du das. Fein, fein. Ach, der kommt runter. Ich dachte, er ist schon hier unten. Gut. Nach oben. Der Eugen, der Kanzon! Jawohl, da ist er! Guckt euch an, wir haben seinen Hoden gesehen. Jetzt können wir jetzt. Excuse me? Peace. I was given orders to come here. An automat? The talks. You're Vaucanson's dancer. Ja, ich bin der Tänzer. I saw you perform in Versailles when you were first presented to the Queen. Was? Der Herr der Maschine mit Königin. Ja, der Vakanzler. Kann hier irgendwas herauskommen? I have been sent by the Queen. Sa Majesté. Is she safe? Yes. Ja. She is at the Château de Saint-Cloud. It is guarded by machines. Machines? What has become of the guards? There are no longer any human guards. His own troops. He's no better than a rabid dog. I must find Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. Your creator? Well, that makes two of us. And it seems we've both arrived too late. He must have gone scurrying back to his master. I was only able to find this note written in his hand. It's nothing of any use, though. Only one thing's for certain. Wherever he went, he didn't take his horseless carriage. He left the key. There are machines wreaking havoc on the Esplanade. So I saw, yes. And a little too closely for my liking. It's a miracle I escaped alive. Just by Les Invalides, I saw one take a volley of gunfire, halt for an instant, then carry on as if nothing happened. But no machine, however resilient, is indestructible. These automats must have a weakness. Some vital axle or gear that we can target. I don't suppose you would know, you who share their nature. No. Blast. That is unfortunate. I scoured the workshop hoping to shed some light on the matter. But to no avail. If only I had listened to the abbot. But perhaps there's still time. Listen to me. You must find Abbé Grégoire. He knows all about Vaucanson and his machines. Where can I find him? He took it upon himself to carry out a well-intentioned but perilous mission. If he's still alive, he'll be seeking refuge at the Société des Amis des Noirs on Place Saint-Merry, not far from Les Halles. Here, take the key to the carriage. It'll no doubt be of use to you. Jawohl. I must attend to a matter of the utmost importance. If my officers are to be believed, the people in arms are calling for the Marquis de Lafayette as their general. And it is my duty to answer their call. Hast du rückwärts halt nach unten? Okay. Das war gar nicht, ja, der war ganz dann. Habe ich erst gedacht, aber naja, gut. Wir haben hier eine Nachricht. Eine an den König gerichtete Notiz von Monsieur de Vacanzan.
So, ihr fragt nach den Gründen für meine Unruhe. Vergesst ihr, dass ich Verkanzlern es war, der die Maschinen eigenhändig erschaffen hat, diese verfluchte Nacht in Moidorn? Ich fürchte, was ich dort gesehen habe, werde ich nie vergessen. Es wäre genug gewesen, wenn der arme Duffin seine Seele Gott überlassen hätte. Doch nein, er musste... Hier, endet der Brief. Okay. Das hat er geschrieben, hier endet der Brief. Oh. Ah ja! Monsieur de Cagliostro, wir freuen uns zu hören, dass ihr Vestalinen bereits zur Aufstellung an den vereinbarten Orten sind. Beten wir, dass die bei den Versuch aufgetretenen bedauerlichen Ereignisse sich nicht wiederholen. Was? Das Phänomen, das sie als Rissbildung bezeichnen, bereitet mir große Sorgen. Wir dürfen keine Maschinen auf die Stadt loslassen, die nicht unter ihrer Kontrolle steht. Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn für ein Riss? Was ist... Ah ja, da ist ein Hund. Das sieht aber auch sehr schön aus. Hm? Hm? Okay. Noch eine Nachricht? Die guck. Jetzt hab ich grad ein bisschen Angst. Hm? Oh, das bin ich? Hab ich jetzt gerade erschaffen? Happy birthday, my sweet daughter. Oh. I can't believe it. The dancer you promised me. She's magnificent. You're the best papa ever. Hello. Tell me, will you give her a name? Agnes. Sag's doch! Hier bin ich erschaffen worden. Relikt der Tänzerin. Was war das? Relikt der Tänzerin? Dann ist das irgend so... Ich weiß gerade echt nicht, was das... Nein. Nein? Inventar. Oh. Auch nicht, ja? Kein Relikt der Tänzerin. Module? Auch nicht. Was ist das? Betäubungsmodul. Ja, leicht, bla bla bla. Mhm. Oh, hä? Wo? Oh. Wo? Ich weiß jetzt auch nicht. Egal. Relikt der Tänzerin? Was soll das sein? Eine Notiz des Gehilfen Gordon. Wir sind verraten worden. Dieser Hund, Daffelandre, ist verschwunden und mit ihm die für die Leibwache ihrer Majestät der König angefertigte Kleidungsstücke und Waffen. Monsieur de Com, habe ich sie nicht vor diesem Mann gewarnt? Habe ich nicht gewarnt? Er stehe Vakanzer nah und folge blind dessen Ansicht. Dieser nah lehnt unser Ziel ab und wird die Wertgegenstände, die er uns gestohlen hat, gewiss verteilen und verstecken. Es wird eine Torheit, ihm als zweiten Gehilfen zu behalten. Ich hätte sämtliche Arbeit gut... Ach komm, lass mich doch einfach in Ruhe. Und das nicht selbst gründen kann, das ist so dämlich. Ach, das war so ein Erinnerungsfragment, das wir jetzt auch gesammelt haben. Gut. Nach unten. Mhm. Hier? Doch, hier ist noch irgendwo was. Wir haben hier irgendwas übersehen, weil es muss in dem Gebäude hier sein. Weil da oben war ja noch was, da kamen wir nicht hin. Aber wie kamen wir da hin? Vielleicht nicht hier, sondern hier? Nein, auch nicht. Richtig. Grüß dich. So, jetzt müssen wir mal unsere Augen ganz genau aufhalten. Wo können wir hier überall lang gehen? Können wir hier irgendwas kaputt machen? Die Tür, hier sind wir durchgegangen. Ja. Und jetzt? Da drüben möchte ich hin.
Ah ja. Oh, jawoll. Na, was machst du hier auf dem Boden? Wie viel Schaden hat das denn gemacht? Oha! So. Da drüben. Hier oben vielleicht? Nein, da komme ich auch nicht drüber. Tür? Öffne dich? Nein? Nicht irgendwie durchspringen? Auch nicht. Okay. Wie zum Kuckucksnamen komme ich da fett? Dann nochmal hoch. Und dort. Und dort. Und das ist. Hier drüben. Da? Ja. Kommt, Leute, das finden wir. Das finden wir schon. Das wird zu heiß. Gibt es nicht einen Shot? Ein Shotty? Ein Shot? Moment mal. Wo war das denn? Hä? Warum leuchten die hier wieder auf? Das gibt alles keinen Sinn. Ich laufe jetzt einfach zur Schmiede. Ja. Können wir unser Bewegungstempo mal verbessern? Ja, der passt die Hüfte weggeschossen. Jawoll. Seltsam, dass die ganzen Gegenstände manchmal wieder erscheinen, aber daraus einfach nichts kriegst. Das ist so voll der komische Bug. Jawohl, hier oben, da gab es nicht. So. Wir sind hier. Wir möchten. Wir möchten da hoch. Wie komme ich da hin? In der An? Hier. Na komm. Bitte mich jetzt zerstören. Hä? Wie kommt man da hoch? Jetzt mal. No joke. Von dort. Wie komme ich da hin? Hä? Dann so ein Haus. Kann ich hier irgendwo rein? In das Haus? Gibt es hier? Oh. Ach, hier, die Dampfmaschine. Ja, klar. Bin ich dumm? Ach. Ich bin so bekloppt, Alter. Da sind wir doch lang gegangen. Ich bin bekloppt. Ey, wie kann man nur so dämlich sein? Und. Oh, ja. Oh. Oh, oh jawoll. Ganz ehrlich, wieso bin ich das jetzt alles nochmal neu gelaufen? Ich dachte, hier wäre was, aber hier war ich doch schon. Ich Idiot! Mann! Komm, lass mich in Ruhe. Oh nein, wo sind wir denn jetzt? Raus hier, raus! Raus!
Aber dann haben wir wenigstens noch mal ein bisschen was gefarmt. Wir verbessern uns jetzt einfach mal. Mit Essenzen. Inventar. Ja, verbraucht die mal. Hä? Oh. Hey, was habe ich jetzt weggelegt? Oh nein. Die Ölbürger habe ich weggelegt. Ich bin so ein Idiot. Hä, hey, kann ich die nicht einfach so anwenden? Ach hier, verwenden. Ja. Machen wir mal. Oha. 1000? Sehr gut. Verbessern. Wenn ich das hier verbessere. Wieder Feuerschadeneinzug. Ja, gut. Meine Resistenzen gehen gut hoch. Das ist auch sehr gut. Ich weiß nicht. Ach, ich gehe erstmal auf Konstitution. Ich möchte jetzt gar nicht so auf Kraft und Gewandtheit gehen, weil ich so... Ich weiß noch nicht ganz genau, worauf gehe ich jetzt, weil hier habe ich jetzt schon 4. Aber die Keule ist so gut. Ach, Mann. Robustheit. Konstruktion. Kommt. Boutique. Eine... Blitz habe ich jetzt nicht verstanden, was das bringt. Eine Frostgranate. Ja, für Notfälle. Genau. So. Die Fabrik. Wo sind wir jetzt? Hier gibt es nichts. Das hier kann ich auch nicht öffnen, oder? Da komme ich auch nicht durch. Nein. Alles Klärchen. Ja. Tatsächlich, ist es doch jetzt auch ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Nein, passt auf. Ich mache jetzt noch hier die Kutschentür auf. Nee, wartet mal. Ich muss die aufmachen, oder? Die Kutsche mache ich mal kurz auf. Ich hoffe, meine Stimme kackt jetzt nicht gerade ab. Das wäre jetzt so mega ekelhaft. Wunderschön. Ja. So. Ja, lass uns von der Kutsche irgendwo hinführen. Nee, was bringt denn das jetzt? Führt ihr uns jetzt oder nicht? Wieso war das jetzt so verpixelt? Ah, Alter, was ist denn das für eine Grafik? Reisen. Okay. Ich kann... Momentchen mal. Verbessern? Ich kann hier verbessern. Das ist wie eine Westerline. Boutique. Korrespondenz. Was ist das denn? An diesem 24. Tag des Himmels. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Wir können reisen. Oha. Sehr geil. Jetzt kann ich... Ja. Von Ort zu Ort reisen. Okay. Dann. Wo sollten wir hin? Keine Ahnung. Kuliere. Wir reisen einfach zu Kuliere und dann enden wir die Folge. So. Ja, So waren die Autos früher. So muss das sein. Ah, dafür ist das Tor. Verstehe. Alles Glattchen. Ja, die Ladesequenz dauert mal wieder so lange. Jawohl! Ich würde sagen, Leute, das war mein Uncut-Folge. Sagt, wie es euch gefallen hat. Ich könnte mehr davon machen. Ich meine, da ich es nicht schneiden muss, kann ich davon jetzt mehrere auch hochladen, was auch uns hier in dem Format voranbringt. Ich werde trotzdem schneiden, aber andere Videos, sowas wie andere oder so witzige Sachen. Aber ich wahrscheinlich werde ich jetzt mal gucken. Ich glaube, so eine Sachen wie Souls-like-Spiele
ist eine gute Idee, die einfach an Cut hochzuladen. Weil einfach, dann sieht man, wie es läuft und wie man es macht. So soll es ja auch sein. Sehr gut. Die Texturen laden noch nicht. Wir violiere, wie auch immer. Alles klar. Wir sehen uns. Ciao!